So. Das wird halt mies hier mit der Nahrung, ey. So. Hier kann ich aber auch direkt mal den dann hinbauen. Hier habe ich keine Luxusressourcen, glaube ich, ja. Hier sieht es schlecht aus mit Marktvierteln. Hier oben sieht es gut aus. Aber bis ich da oben hinkomme. Eieiei. Ich könnte jetzt hier noch eins hinsetzen. Und dann hier Marktviertel aufbauen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das machen wir nochmal. Das mit den Pferden ist echt wichtig. Okay. Werden uns wohl jetzt Pferde von den Verbündeten kaufen. Um es einfach noch weiter auszunutzen. Diesen Bonus. So, ich könnte theoretisch auch ein künstliches Marktviertel irgendwo hier errichten. Habe ich jetzt da keine Strategieressource. Oh Gott. Jetzt muss ich auch noch gegen Bären kämpfen. Sofortige Lösung. Jawohl. Das brauche ich unbedingt, ey. Dieses Scheißgebiet da oben. Oh, ich kann jetzt auch, stimmt, meine Streitwagen mal langsam nutzen. Hier, das kann ich mir auch mal theoretisch können. Oh, die belagern die Stadt schon. Awaris wird wahrscheinlich dann fallen irgendwann. Okay, was mache ich mit dir? Du belagerst schon. Nee, nee, die anderen. Die Lila. Nee, Türkis. Nee, ich bin Türkis. Türkis ist Uran. Typ. Ja. Genau, was macht es nochmal? Einfluss pro Bezirk angrenzend. Ansonsten Geld. Ich glaube, hier mache ich ein kleines Dreieck an Marktvierteln einfach. Erstmal bauen wir es hier hin. So, Wissenschaftsviertel würde ich auch gerne haben. Die würde ich auch gerne haben. Brauche ich hier noch TikTok. was? Tick-Tock, So hat es sich Tick-Tock. gelohnt, lange zu warten. Zumindest. Bunja! Ja, sehe ich gerade. Schau mal meinen Ruhm an. Oh, ja. Ja, finde ich immer interessant. Wollen wir mal ein Abkommen machen? Einfach nur, dass wir wenigstens ein bisschen gucken können, was bei dem anderen so Karten abgeht. teilen. Ja. Des Games wegen. Können wir machen. Annehmen. Now you've Sehe ich met erstmal alle. Let's hope relations go well. Kann ich vorstellen. So. Das hier werden wir auch mal machen. Chuck. Chuck. Was haben wir jetzt? Wir haben Quecksilber bekommen. Prozentualwissenschaft. Und auch wieder Flat. Nee, das ist auch. Das ist prozentual. Ah, Silber und Dings. Beide Prozent. Warte, was? Nee, plus 2 Wissenschaft, genau. Und hier ist prozentual. Meistens gibt es jetzt immer eins, es geht prozentual. Eins gibt Flat einen Wert. Das andere gibt dann wieder einen Wert, je nachdem. Wie viele Berufe man dort hat und sowas. So. Plus ein Wissenschaft pro Forscher. Wissenschaft pro Anzahl an Handelsrouten auf Stadt oder Außenposten. Ich glaube, das mache ich. Interesting. Ich glaube, wir werden aber erstmal ein bisschen Einfluss sparen. Wie viel Einfluss kriegst du denn gerade die Runde? 72. Ich krieg sogar 74 gerade. Ja, ist ja auch mehr Städte. Genau. Ist ja mehr Städte, mehr Bevölkerung. Obwohl du die Olmeken warst, genau. Darauf wollte ich mich gerade hinaus. Oh, da habe ich sogar jemanden verloren. Wie viel Gold kriegst du die Runde? 39 und du? 73. Ne, 72 auch, beides 72. 72. Hier kriegst du so viel Ja. Gold. Yeah. Hast schon. Handeln. Jetzt mit Interessant. Punian ist es ja 1A. Ja. You have my ear. We would all benefit from growth. There's just no way to make this work. I do not accept. Ich habe halt noch gar keine Forschungsviertel. Es lohnt sich gar nicht mehr, diese Ressourcen da zu kaufen. Hier werden wir noch die angrenzenden Gebiete mal abholen. So, hier ist schon wieder eine So, will this neutrale independent Stadt. people be an ally or an enemy? A barrier or a blessing? Their future may not be in their hands. A new independent people. And who are Oh, they? jetzt klickt er mir Time will schon. tell if they are helpful, helpless or history. Chuck, komm. Hinder.
Wobei, hier wäre natürlich auch Forschungsviertel, aber so viel Forschungsviertel kann man eh nicht drumherum bauen. Passt schon. So. Ah, ich kann noch eins bauen, genau. Irgendwo, wo es nicht stört. Das Problem ist genau in meiner Produktion. So, wo hier hoch kann ich Produktion gehen zu den Flüssen. Hier runter gehe ich mit der Produktion. Hier in der Seite vielleicht nicht. Kann Ah, ich mir das. einfach nicht leisten. Alles so teuer. Teuer, 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 teuer. Teuer, Du teuer, hast aber teuer, schon einen teuer. Ruf als Händler, der arbeitet. Ja? Hat mir so ein Vögelchen Wieso? gezwitschert. Hab ich von dir auch schon was gegönnt? Ich habe Von keinen dir noch Arsch dazu nicht. bekommen. Herr Tita, Hunnenkultur, okay. Wer war das? Oh, der da unten. Och nee. Och nee, das ist schon wieder mein Nachbar, ey. Och. Ah, es ist schon wieder Lost, das Game. This Ja, proposition, komm, erstmal yes, nicht I Angriffspakt mit denen machen, Alter. wäre. Erstmal ganz kurz mein Leben retten und handeln jetzt auch noch. Sehr gerne, ey. Ich bin immer ready to handle. Ready to handle. Falls. Oh, sheesh. Mykena. Vielleicht die Pyramiden fertig gebaut. Echt? Ja, ich habe mir die gegönnt. Man, gönn ja Minen gemacht. Ja, eigentlich spare ich gerade auf meine nächste Stadt sogar. So, hier kann ich sehr gut Marktviertel bauen. Da kann ich gut Forschungsviertel bauen. Oh, das ist ja eigentlich sehr gut. Das ist ein perfektes Gebiet für Forschungs- und Marktviertel. Vielleicht werde ich Viele dir meine Berge. Hauptstadt. Ja, also direkt halt nebeneinander die Ressourcen. Heißt, du kannst gerade von diesen ganzen Nachbarschaftsboni halt sehr gut profitieren. Was hat der? No way. Der hat sich ausgebreitet, also okay. So, wenn man viele Sterne hat, kriegt man natürlich auch mehr Wissenschaft pro Stadt, Händlersterne und sowas. Wissenschaft, Baumeistersterne oder Agrarsterne und sowas. Das alles skaliert sehr stark mit der Anzahl der Städten. So, haben die jetzt schon Aurares? Ne, haben sie noch nicht. Belagern aber schon sehr lange. Sklaven brauchen wir jetzt nicht. So, was mache ich mit der Stadt jetzt hier noch erstmal? Ja, das bringt mir auch noch nicht so viel. Wissenschaft pro Forscher könnte schon interessanter sein. Vielleicht werde ich auch eine Garnison mal bauen. Für die Stabilität. Wohlwollen. Finde ich könnte voll. Brauche ich mindestens. Kein Kupfer. Alle kein Kupfer. Ich hab Kupfer. Ja, Chemien haben sich den Ruf als Händlerstufe 1 erhalten. Okay. Wer sind die Hunnen? Kelten und die Die Hunnen. Orangenen. Ah, und die sind im Krieg mit den Braunen. Oh, das wusste ich nicht. Darauf hätte ich achten können. Das ist sehr gut. Erstmal für mich. Kann natürlich auch Weil sie sein, gehen nicht auf dass. dich. Ja, aber das Problem wird nur verschoben. Sagen wir es mal so. Aber die Hunden, die sehen relativ schwach aus, oder? Ja, gucken. Wir müssen auch erstmal ihre Horden etablieren. Also. Kann auch alles Offene kommen Feld jetzt. steckt dir keiner, ich sag's dir. Auch wieder ein Mim, Game of Thrones mir und Zitat. Boch. Die Kelten haben auch Ja. erst jetzt den Hunden den Krieg erklärt, also. Vielleicht haben die noch Ja. gar nicht losgelegt, weißt du? So, hier würde ich natürlich gerne mehr Bezirke bauen, aber es sieht schon langsam echt knapp aus mit der Stabilität. Und
Ich würde ja eigentlich noch gern was machen. Allerdings muss ich jetzt auf Technologien warten. Oder auf Verordnungen, um meine Stabilität halt irgendwie auszumachen. Hochzumachen. So. Ja. Machen wir es so, ja. Ein anstehender Bau. Natürlich. Nicht verlieren. Danke. Das hier wird ein Late-Game-Gebiet. Das Problem ist, jetzt kann ich mir das noch nicht leisten, aber wegen der Stabilität. Am Anfang wird die Stabilität euch einfach immer limitieren, noch so. Immer von hinten euch schubsen. Okay. Wenn der Joni das sagt, dann hat Könnt es ihr schon so seinen Sinn. draufsetzen? Oh, wir können tatsächlich. Oh, hat schon jeder hier seinen Luxusablehne der Joni gegönnt. Da machen wir Ja. halt. Industrie finde ich halt auch immer schön. Entweder Streben nach Weisheit oder Enthaltsamkeit, aber wir nehmen erstmal Enthaltsamkeit. Warum? Weil meine ganzen Industriegebiete auch alle auf Wald sind. So, Enthaltsamkeit ist nicht. Hier wird die Nahrung langsam knapp für die Bevölkerung. Deshalb muss ich auch mehr Bauernviertel bauen. Dann machen wir das hier. So. Ich könnte auch theoretisch überlegen, in den Krieg zu gehen. Ein paar Militaristensterne sammeln und so. Ich hoffe, die. Oh, Avaris wird jetzt langsam fallen. Wenn ich mir die Zahlen da so angucke. Haben die Hunden wirklich nur eine Stadt und sind so klein da unten? Oh. Kann sein. Ich sehe auch noch keine hundischen Horden, also. Schon wack. Also Kann durchaus sein, ja. der Beowulf hat auch, ist auch nicht so stark. Ja, tatsächlich sind diese ganzen Militärfraktionen sind meistens gar nicht so krass irgendwie. Meistens erst dann, wenn sie deine Nachbarn sind, dann legen sie auf einmal los, aber. Ist so, okay. 8 Honische Reiter. Ja, genau. Out of nowhere so. Ich habe so eine schöne Bürgermiliz. Die Mehr sind noch jung, die werden sich nicht. vielleicht irgendwann niederlassen. Aber ich überlege tatsächlich einfach mal gegen neutrale Leute mal wieder in den Krieg zu ziehen. Oh, schön Gletscher hast du da oben. Und du hast ziemlich viele krasse Waldgebiete, wie ich so sehe. Der Chat da oben, nice. Hab ich gesehen. Der sieht halt echt cool aus, auch einfach so. Alter. Fängt er mir hier schon an mit Hopliten, ey. Habe ich denn überhaupt Eisen? Ja, habe ich. Sehr gut. Uff. Hab's noch nicht erforscht. Aber Eisen brauchen wir, glaube ich, für unsere Unsterblichen. Die ich auch noch nicht erforscht habe. Aber mit den Unsterblichen kommt man echt gut zurecht. Ist solide. Würde man theoretisch auch gut gegen die Hunde klarkommen. Vielleicht muss ich mich auch mit dem Braunen anfreunden. Braunen. Handeln wir einfach mal ein bisschen. Pro Arbeiter. Ich habe, glaube ich, viele Arbeiter. Ja, weniger. So. Können wir auch mal bauen, einfach nur für die Stabilität. Weil, wie gesagt, am Anfang ist Stabilität ein Problem. Immer schön in die Ecke. Garnisonen sind tatsächlich auch mal nicht schlecht als Stabilität. Die geben zwar augenscheinlich erstmal nur 5. Man kann aber dann anschließend gute Infrastrukturgebäude bauen, die dann später dann im Late Game auch nochmal mehr Boni geben dann. So, industrielle Produktion, was war das denn? Ja, kann man mehr Jobs schaffen. Aber jetzt erstmal genug. Einfluss haben wir auch bald genug, um hieraus was zu machen. Okay, kurz mal gucken, wie die Grenzen sich hier aussehen. Okay, erstmal hier was machen. Ich glaube deswegen. Genau das hier machen.
Also, was haben wir hier? Nahrung? Produktion. Gibt es irgendwelche Grenzen, wo ich das so einen guten Synergieeffekt habe? Oh, hier sind halt schon überall schöne Gebiete, ne? Hier wäre natürlich auch schön. Wurde auch ein bisschen der Technologiebaum geändert, ne? Inwiefern? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Früher hast du mit Exklaven eine neue Stadt, also Stadtbegrenzung plus 1 bekommen. Und jetzt ist das Ganze woanders. Also meistens immer bei diesem Wissenschaftsstrang oben so, der Ja, Wissenschaftsbereich. Gelehrter Verwalter, Philosophie. Exklaven? Ich weiß gar nicht, wo Weiter das rechts. ist. Ende zweiten Zeitalters. Nee, also Philosophie hast du doch immer Stadtbegrenzung mit der Wissen, wo du das Forschungsfeld kriegst, oder? Exklaven, da ich meine. Da würdest du ja zweimal dann was bekommen. Ich glaube, das. Oder. Das in die Fried. Aha. Gerade überlegt, ob ich hier noch eine Stadt. Ne, hier wollte ich noch eine Stadt hinsetzen. Wir können natürlich auch einfach Städte erobern. Und da müssen wir nicht so viel Einfluss immer sparen. So, Nock. Komm, zieh dich mal zurück. Wer jetzt nicht gegen zwei Krieg führen. Zucker. Oh, hier sieht die wächst halt so langsam, diese scheiß Stadt hier, Your people see it as a place of safety and a symbol of power. Only your friends know of the extensive wine cellar. ey. Lauf hier schon durch mein Gebiet, ey. Es gefällt mir ja nicht. Sus, da ist Sus. An Sus gönne ich mir, ey. Sus gönne ich mir. Aber ich glaube auf die friedliche Ebene. Ich brauche auf Friedlich, eine Anna. friedliche Ebene. Das kann ich natürlich auch überlegen, ja. Oh, ich habe ja schon so viel. Die mögen mich schon echt sehr. Nock. Da werde ich, glaube ich, einfach so rein investieren. Und hier werden wir jetzt nochmal die nächste Stadt machen. Parsa. Persien. Call me. Ayo. Ah, ich habe genug Geld und Einfluss, um tatsächlich meinen Einfluss auf diese Stadt ziemlich schnell hochzukriegen. Man muss gar nicht immer Ja. Krieg führen. Allerdings, wie gesagt, man sollte Krieg führen, um die Sterne zu bekommen. So, wo bist du denn hier? Ah, hier wollte ich noch Außenposten errichten. Das ist relativ wichtig. Hier haben wir auch wieder schöne Forschungsviertel, theoretisch. Ah, nee, ich bin ja gar nicht. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Ich dachte, ich wäre rot. Ich immer mit Rot spiele. Bist ja auch ein böser Junge. Ich kann ich mir die vielleicht nicht. Was machen die da auf meiner Außenposten? Soll ich nicht noch irgendwo anders hier? Da habe ich noch einen Außenposten. Da sind nämlich noch die Pferde. Wichtig als Nahrungsbonus. Einfach plus 5. Die Nahrung. Braunen haben schon das Ja. City von den Orangen eingenommen. Deswegen haben die nur eine City. Hattusha? Hattusha Woher ist weißt von du den das? Braunen eingenommen. Ich Aha, habe mir woher? den Braunen Karten geteilt. Ja, aber woher weißt du, dass es von denen war? Steht da, wenn du draufklickst. Und der orangene Rand ist es auch. Ja, du kannst dir auch die Städte angucken. Ich glaube nicht, dass die. Obwohl, doch, die ist ja genau bestimmt. Nee, warte mal, hä? Ich doch, die ist eingenommen. Hattusha, die untere. Also da ist Nessa und Hattusha daneben. Ja. Ist ja jetzt den braunen. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich die Runde verpasst. Ich bin es noch nicht gewohnt mit dem Timer, ey. So, hier ist nämlich das Ding mit der Stabilität. Jetzt kann ich hier kurz ein bisschen Infrastrukturgebäude bauen, aber sieht aber schon generell besser aus. Hier ist nämlich plus 5 Stabilität nochmal auf der Garnison.
Kann ich jetzt mal kurz alles raushauen und dann werden wir hier, glaube ich, dann erstmal ein bisschen Money kreieren. So. Ist nicht perfekt. Ist der Money, 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 Money. So. Hier könnte ich auch mal schneller beeilen damit, ey. So, immer schön gucken, wo ich hier ein bisschen was noch rauspushen kann mit Geld. Geld. Hier hätte ich natürlich gerne eine Pyramide gehabt. Den sehe ich, ich weiß auch noch nicht, wo ich den hier sehe, den Satrapenpalast. Deutsch hier, die Ecke. Na, 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 na. Auch so ein Album davon, ne. Ja, ich glaube, ich habe auch selbst vorhin angefangen, ehrlich gesagt. Meine Schuld. So, hier wollte ich, glaube ich, einfach noch auf Außenposten platzieren. Aha. Scheint mir auch eine, fast eine gute Umgebung für eine Und ist das Stadt zu sein. der rote, der ist irgendwie verbuggt. Der ist immer noch. Der ist voll weit hinten dran. Wie letzter, er ist auch letzter. Ja, der rote. Ja, ich sag, das ist Beowulf wieder. Ja. Beowulf ist echt scheiße. Ohne Spaß. Ist voll auf Krieg eingestellt und so, ja, Dann macht er nichts. nix. Guck mal, was sind denn seine Boni? Plünderung. Holzfäller. Greift andere sofort an, ja. Greift dann, es war nicht Angriffspakt gemacht mit mir. Wenn du so stark bist, wahrscheinlich, ja. Starker. Da, Jonathan. also. ...141 Einfluss. So, mache ich hier noch eine Stadt hin, ist die Frage. Da müsste ich anders positionieren. Aber ich kann es ja noch umsetzen später. 6:30, 1912. Freund. Überraschend. Hier oben habe ich halt die Industrie. ...30. Da sind es nur 25, aber da kann ich besser scalen nach links und so. Ja, da habe ich diese klare Auftrennung zwischen Nahrung und Produktion für später. Baumeister des Wissenschaftsstern. Landwirtschaft. Man sieht, jetzt kriege ich langsam den Ruhm zurück hier. Wobei, ne, Joni ist immer noch stark vor mir. Gedacht, ich bin schon stärker. Alter, ist ja zwischen meinem Reich einfach auch noch schon wieder eine Stadt entstanden. Oh Mann, ich hasse es. Stört mein Weltbild. Zack. So, wer bist du? Ziemlich viele Streitwagen. Ich brauche In der erstmal meine nächsten. Unsterblichen. Bad habits lead to life. Wie viele Leute können eine Armee? Vier nur. Das wollen wir auch mal ändern. Waren das? Ach so, sehr weit hinten. Ups. So ist es. Kann er nichts bauen, weil der nah am Belagern ist, der Hund, ey. Der Hund. Die Kriegselefanten. Nice. Proposition for you. I think you'll... This Oh je. proposition should be in. Was ist los? Alles gut. Alles gut, alles. Falscher Alarm. Falscher Alarm, sagt er. Ja, falscher Alarm. Ja,
Das ist halt das Problem. Bei den Persern werde ich nicht so viel Ruhm erlangen, weil Expansionisten stellen einfach so schwer zu rechnen. Ich muss 5 Gebiete noch angliedern. 5. Ich Ja, das könnte. finde ich auch immer schwierig. Und für den ersten Stern war das jetzt, diese 5 Gebiete. Also, das ist schon ordentlich, ne? Ja. So, was machen wir? Stehen schon zur Verfügung. Ich könnte. Wenn du willst, wärst du schon ready, ne? Okay, die haben schon Huarikanga eingenommen, ey. Ich könnte mal Hekatompylos, ey. Panda. Huarikanga. Ich könnte ja mal die angreifen und ein paar Sterne einfach mal kreieren. Let's make it so. This is good. Noch, immer noch keine Forschungsmittel. Wie viel Forschung kriegst du gerade die Runde, wenn ich mal fragen darf? Ach, die ist ja da unten. So, will this independent people be Hallowed by them? 218,5. Varia or a Blessing? Was? Their future may Ja. not be in their hands. Du? Uff, 66. Das hat ja auch eine fette Forschungsmine, ey. Schon 3 Forschungsmittel gebaut an 2 Strategieressourcen-Dinger. Ist Ah, schon sehr nice. gut. Sehr gut. Ja, das muss ich eigentlich auch machen hier unten. Zudem ist, ich werde das mit der Stabilität gar nicht hinkriegen. Ja, da. What do you say to this appeal? Den habe ich schon alles. Kann ich mir noch ein bisschen gönnen. Gönn. Gönnen, ja, das jeder steht für gönnen. Ist eigentlich Yes. gerade Krieg? Wo Krieg ist? Ob du, ja, ob du Krieg hast. Nee. Ich habe keinen Krieg. Kelten haben sich schon gut ausgebreitet. Auch unter denen noch eine Stadt jetzt gebaut. Oder mir? Unter dir, ja. Kelten? Ah doch, ja, die Kelten, ja. Nee, Akkad, das haben die eingenommen. Ey, So, ach ich habe so. es gleich. Gott, ich weiß nicht ganz genau, wie viel Einfluss mich das kosten wird. Oh, natürlich ein Gold zu wenig, ey, ich raste aus. Yes, sir. Wie Gold kriegst du die Runde? Hoffentlich da jetzt mehr als du. 83. Knapp. Off we go. 295. Alter, du bist in allem einfach viel weiter als ich. Kann es denn sein? Ich habe Krieg auch. geführt. Zu früh? Ne, ich weiß es nicht. Ich habe. Relativ viele Armee, also Leute, glaube ich, gerade, das ist das Problem. Die kosten mir, ja genau, die unsterblich kosten mich 17 die Runde. Schon alleine. Wo sind denn jetzt eure Armeen Let's hier? go. Da sind sie. Zunächst, da kommen jetzt noch die mit. Da habe ich mir jetzt aber was aufgehalst, ey. Da habe ich mir was aufgehalst, ey. Ja, nice, Den ey. Krieg angefangen. Ja, hab mal so eine. So einen neutralen Start habe ich mir zwar ein bisschen geärgert. Aber nur für die Militaristensterne, Voilà. ey. Ich bin ja relativ zuversichtlich mit meinen. Was übrigens ziemlich nice ist, wenn du unten rechts dieses Overlay anmachst, dass du siehst, welches Gebiet was ist, besser siehst. Wie? Du hast ja, kannst unten anzeigen lassen, ob du die Produktion und so sehen willst, Ja. ob du die Sechsecke sehen willst, die Hexagons, und rechts Ja. daneben kannst du das einfach mal anmachen. Das ist ganz rechts davon. Den durch einen Bezirk überzeugten primären Produktionstyp anzeigen oder verbergen. Ah, okay. Mal Ja. gucken.
Mir das gefällt. Oh, dann können wir noch warten. Wir haben halt keine Chance gegen meine Unsterblichen hier. Gott, ich dachte, ich kann noch mit Flagge gehen. Na gut. Egal. Muss halt noch eine Runde warten. Macht nichts. Oh, doch. Du hast schon gewonnen. Was machst du? Will ich die Stadt haben? Will ich die Stadt haben? Joa, der Joni, so viel, ey. Das, der hätte von allem einfach mehr. Wie viele Städte hast denn du? Drei. Wie viel war das? Drei. Drei. Drei Städte hat er, ey. Auch nächste Runde. Mache ich jetzt mit denen? Will ich noch ein bisschen hier Sterne sammeln? Ich glaube schon. Gucken, hätte mich noch am Handy rumlaufen. Mindestens zwei gesehen. Kann jetzt sein, dass du ab und zu mal so einen Schmatzer hörst. Schmatzer nicht. Achso, es kann sein, dass ich einen höheren werde, meinst du? Ja. So, ja, alles gut. Vielleicht setze ich auch zu sehr auf Produktion und Nahrung noch. Kann auch sein, dass meine Sachen später besser werden. Aber tatsächlich fehlt mir wirklich die Forschung ein wenig. Okay, habe ich schon einige Bezirke jetzt aufgeleint. Muss ich hier aufpassen. Dann hole ich mir noch den Stern, dann ist auch gut. Ist schon gut bei dir. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt bin froh mit seinem Vermächtnis, aber ich glaube, ich werde nicht mit viel Ruhm mit den Archimeninen. Alter, du hast so viel Ruhm! Joni, was machst du denn mit den Sachen? Das ging gerade echt gut ab. Was haben die eigentlich für... Nice, aber... Oh. Nee, ich weiß, was ich mache. Du weißt, was du machst. Ja. Der Penner hat sich da umgeschnappt. Land. Es mir. Wir machen ja ohne Einschränkung, ne? Also wenn du gleich... Ich wollte die Krimäer nehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du gleich weitergehst, dann kannst du auch die Krimäer nehmen. Ja, ich habe so wenig Schmiedeviertel. Aktuell. Aktuell ging es auch ohne. Ich habe einen anderen Plan. Aha. Mal was ausprobieren. Ich habe nämlich schon zwei Allianzen. Und da gibt's sowas aus deinen Allianzen. Ja, ja, da gibt's sogar mehrere, ne? Byzantiner kriegen Geld oder nimmst Umayyaden und mit Wissenschaft. Genau. Dafür sind aber die Gebäude von den Umayyaden nicht perfekt. Aber ja, die ich war auch eher bei Byzantinern. Ja, die Varega Garde ist auch ziemlich stark. Also wenn du genug Eisen hast, die ist extrem gut. Drei Eisen habe ich. Das ist jetzt schwierig. You have added an independent people to your empire. Will the whole be greater than the sum of its parts? Reichsgewalt ist da.
Ich war aber nicht der Erste. Oh. Kelten sind Vasallentum vom Angelsachsen. Warte, oh. Krass, ey. Wir Nee, haben es noch andersherum. gedreht. Andersherum. Andersrum, ich wollte schon sagen. Lehnsherr von. Achso, okay, ja. Okay, schon ein bisschen Angst, ne? Ich glaube, ich weiß, warum du so viel gerade hast. Hast du viel gehandelt, oder? Bisschen, ja. Ich glaube, das habe ich zu wenig gemacht. Handel ist wichtig. Nee. Proposition should be. I find your proposition outlandish at best. You Oh, steer ich the weiß jetzt nicht, other ob ich auf one. Wissenschaft gehen soll, aber ich habe schon gut Wissenschaft. Oder ob ich auf Money gehen soll, wo ich nicht so viel habe. 420 die Runde. If I cannot teach you Geht wisdom, das? Geht das? Oder geht das I will nicht? teach you regret. Immer noch nicht fertig. Mir schon früher das alles Well, kaufen well. müssen. Another empire has certainly left a mark on the world with this cultural wonder. Oder werden jetzt, glaube ich, ein Sterblicher sterben, wenn ich das mache. Mach es mal so. Ups, 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 ups. Das sieht man mal wieder. Zu viele Krieger gerade, ey. Kostet mich auch zu viel Geld. Aber ich Endet, habe auch ey. nicht genug Nahrung. Bin gespannt, ob ich später dann den Yoni wieder einholen kann, ne? Durch die Anzahl an Städten. Das war ja eigentlich die Theorie hier. Ja, später im Spielverlauf sind auch Bezirke wichtiger als jetzt Vermächtnisse. Ja, dass du auch so viel Wissenschaft hast, das macht mich auch ein bisschen fertig, ey. Auch machen. Mal nicht auf die hier gehen. Bunny habe ich nicht. Kostet mich das. Auf jeden Fall auch noch mehr Gebiete angliedern müssen. Da unten, das kann ich mir mal kurz gönnen. Oh, das sieht gut Religion ist nicht so, ey. kleinen Hunde hier. Wir bezahlen Geld, ey. Oh, da ist die nächste Armee. Jetzt wird's interessant hier. Komm, kämpfen wir mal. Kämpfen wir mal. Da. Dann kriegen wir jetzt nochmal einen Goldstern. Wird ja sonst nichts hier gegen den Ioni. Du kommst.
Ah, ich weiß nicht, ob Umayyaden. Ich finde beide nicht schlecht. Aber oder ich glaub, Byzantiner. Ich finde Byzantiner, glaube ich, tatsächlich besser wegen den Einheit und wegen dem Gebäude. Es ist einfach ein sehr gutes Gebäude. Beide noch nicht gespielt, also beides beide fein. Oh, die werden sterben. Ah, ist okay. Wir sind ja nur hier, um Sterne zu verdienen. Sterben, glaube ich. Ah, oh, die Landschaft geht auf den. Okay. So. Ah. So, tell me. Your proposal makes good sense. I say yes. Not every day brings news like this. Let's. Aber gut. Einmal bist du auch so am Handeln, ey. Ja, ich hab es jetzt noch früher machen sollen. Hast du direkt dein ganzes Geld auf Handel gesetzt, oder was? Nee. Okay. Eigentlich nicht. Das hier könnte. Ah, ich bin mir nicht sicher, was mich hier zum Sieg führen wird. So, Jonas. Ja. Ich krieg jetzt 457 Gold die Runde. Alter, warum gleich kriegst ich hoch. Du kriegst du denn so viel denn? Gleich gehe ich hoch und es sollte ein Riesensprung sein. Ja, ungefähr 50 Gold mehr. Nee, 5% pro Allianz. Das ist 10%, oder? 10% von 550 sind 50. Nicht kurz pro kurz Allianz. Mathematics hier ausgepackt. Math. Santina 5% pro Allianz. Ich bin mit jedem in der Allianz außer mit dir. Okay, du bist sogar. Ich dachte, jetzt zwei Allianzen oder so. Ja, gut, dann hast du halt hunderte Gold mehr dann wahrscheinlich. Was ist das denn jetzt? Ah, die Runde ist abgelaufen. Ja. Scheiße.